Fußball 2000, wir sind wieder da. Eintracht Frankfurt 0-4 in Gladbach. Es war viel Adi Hütter und ganz wenig Adi Pös, aber völlig egal. Wir reden darüber. Was war ausschlaggebend für die Pleite? Was macht das mit der Mannschaft? Wie bedrohlich ist das für die Gesamtsituation? Und wie viel Probleme bereitet uns dieser Trainer? Das ist euer Thema des Tages. Darüber reden wir natürlich auch. Ansonsten liebt uns, abonniert uns überall. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Likes abonnieren. Pam, pam mit euren Eltern, euren Geschwistern überhaupt. Fußball 2000, ab geht's. Fußball 2000, wir sind wieder da. Die Eintracht verliert 0-4 bei Borussia Mönchengladbach. Und Leute, das ist verdammt ärgerlich. Trotzdem, wir sind natürlich der Optimismus-Podcast und versuchen jetzt die schönen Seiten des Lebens auch zu beleuchten. Nein, keine Angst, wir haben euer Thema des Tages. Da wird es dann nachher noch heftig rund gehen. Aber Phil, was lief denn bei diesem Spiel, bei dieser 0-4-Niederlage gut? Ja, nicht viel. Aber gut, finde ich, sind ein paar Erkenntnisse, die man gewonnen hat. Nämlich zum einen, das mit Blick auf gegen Dienstag und auf das Augsburg-Spiel gesehen haben, was diese Mannschaft, glaube ich, für dieses Spiel braucht. Wir haben gesehen, dass diese Abwehr in dieser Konstellation ohne Hinti eben mal 2-3 Wochen ganz gut funktioniert, aber nicht dauerhaft auf dem Level performen kann. Deswegen wäre die Rückkehr von Hinti extrem wichtig. Man hat gesehen, dass ein Armin Younes dringend wieder von Beginn an spielen muss, weil er mit genau dieser Art dieser Mannschaft extrem helfen kann, gerade gegen einen tiefstehenden Gegner wie Augsburg. Ich würde unbedingt mal Kurto Hasebe wieder mit reinbauen, weil der einfach mit seiner Spielintelligenz und seiner Erfahrung in dieser Phase brutal wichtig ist. Und dann finde ich auch als gute Erkenntnis, dass das vielleicht auch jetzt einfach nur ein 90-Minuten-Breakdown war und lieber einmal komprimiert in dieser Form und nicht über mehrere Spiele verteilt. Das hoffe ich, ist die gute Erkenntnis. Ich finde es schön, wie du versuchst, positive Dinge da rauszuziehen, so mit Halbargumenten im Endeffekt. Lieber einmal 0-4 als 4-1-0 und so weiter und so fort. Ja. Ich wollte es auch sagen, Respekt. Hast ja vollkommen recht. Ich finde auch, wenn wir uns mal getrennt die beiden Halbzeiten anschauen, dann war die erste Halbzeit zwar nicht richtig gut. Wir haben viele Fehlpässe gehabt. Wir waren in der Defensive, darüber müssen wir gleich sprechen, auch sehr, sehr wackelig. Aber wir haben durchaus gesehen, die Eintracht hatte ja Chancen. Die Eintracht hatte ja eine Chance mit Jovic. Machst du das 1-1, kommst du wieder ran, bist du wieder vielleicht im Spiel. Der Ilsanker Kopfball, der knapp über das Tor beziehungsweise irgendwie an die Latte geht. Das sind alles Dinge, du hattest ja Möglichkeiten. Der Break kam dann halt in der zweiten Halbzeit. Aber habt ihr denn noch was Positives, über das ihr sprechen wollt? Beide. Du siehst schon so fachmännisch, journalistisch aus, dass du dir etwas aus der Nase ziehst. Ausnahmsweise. Ich sehe schon so positiv aus. Nee, ehrlich gesagt, fällt es mir auch schwer. Also ich hatte in der ersten Halbzeit auch die naive Hoffnung, dass das so diesen Effekt der letzten Spiele gibt und die dann einen schnellen Ausgleich machen, was ja möglich gewesen wäre. Und dass sie dann nochmal ins Spiel kommen. Dann hat man aber relativ schnell gemerkt, glaube ich, dass das nichts wird an dem Tag. Und ehrlich gesagt, hätte das auch höher ausgehen können. Also ich glaube, den einen oder anderen Elfmeter, ich glaube, den ersten, diesen Hand, müssen wir nicht drüber diskutieren. Also den kann man schon pfeifen und Thuram kann den auch reinmachen. Ja, jetzt ist es 0-4, das ist nicht schön. Das ist, glaube ich, genau das, was man vor dem Spiel gesagt hat, darf nicht passieren. Das ist jetzt passiert. Deswegen fällt es mir selbst als grundoptimistischen Menschen schwer, da noch weitere positive Dinge rauszuziehen. Ich sage auch, was Phil gesagt hat, Younes, Hasebe, müssen, glaube ich, rein in diese Elf. Das ist eine Erkenntnis. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, weiß ich nicht. Ich finde, was ihr gesagt habt, habt ihr jetzt so phrasenmäßig abgetan, aber ich finde, da ist auch ein Kern Wahrheit drin. Dieses, es war, wenn du schon verlierst, dann lieber so. Weil du dann das Gefühl hast, dass durch so ein Ergebnis vielleicht die Dinge, die noch geklärt werden müssen, scheinbar, dann rauskommen. Wenn du da 2-1 knapp verlierst, dann kann dir jeder sagen, ja, heute hatten wir das Spielglück nicht, bla bla bla, und dann wurschtelst du dich so weiter. Jetzt hast du einfach direkt in die Schnauze bekommen und musst dich jetzt schütteln. Und dieses Schütteln oft sorgt hoffentlich dafür, dass du jetzt direkt am Dienstag, gleich morgen, gegen Augsburg spielt, was auch noch positiv ist, dass du nicht eine Woche, oder stell mal vor, es wäre Länderspielpause noch gewesen, die ganze Zeit dieses Erlebnis mit dir rumschleppst, sondern du hast jetzt mal die Zähne bekommen, hast aber direkt wieder die Chance, eine neue Schlägerei anzufangen. Also von daher hoffe ich, dass das zumindest eine Wirkung hat. Ich sehe hier unseren Produzenten gerade im Bild, Dortmund-Fan, die sind damals auch Meister geworden und hatten irgendwie kurz vor Schluss 5-0 in Karlsruhe verloren, was dafür gesorgt hat, dass die sich nochmal irgendwie gesammelt haben. Mhm. Ich hoffe, dass dieser Prozess durch dieses Ergebnis jetzt stattfindet, dass man sich vielleicht auch nochmal ausspricht und die Mannschaft dem Trainer sagt, hier, das ist scheiße und bla, dass diese Sachen jetzt durch dieses Ergebnis rauskommen. Ansonsten muss ich bei dieser Kategorie hier passen. Aber ist doch immer ein wenig Optimismus, den wir hier ganz kurz verbreiten können, bevor wir jetzt gleich wieder in den Pessimismus einbrechen. Ganz kurz kann ich noch sagen, was vielleicht auch gut ist, was gar nichts mit der Eintracht selbst zu tun hat. Auch Wolfsburg hat wieder verloren. Vielleicht überholen wir die ja auch noch. Ist auch noch im Bereich des Möglichen, liebe Leute. Habt ihr positive Dinge, dann schreibt es in die Kommentare. Denn leider, leider muss ich euch sagen, kommen wir jetzt zur Kategorie, was lief nicht so gut. Weiter, erleuchte mich.
Ja, alles andere, was wir eben haben. ja, also wie wir gerade auch schon gesagt haben, das war genau das, was nicht passieren durfte. Also es war klar, man hat ja ein bisschen gehofft, dass es irgendwie keine Auswirkungen hat. Wir können auch darüber diskutieren, ob es eine Auswirkung hatte. Dann kommst du besser dahin und es läuft wirklich alles falsch. Also ich glaube, es waren so viele Spieler, die irgendwie einen schlechten Tag hatten. Gab es noch nie. Also es war wirklich, glaube ich, mit die schlechteste Saisonleistung, aber von allen. Also vom Spielerischen, von der Einstellung her, von der Körpersprache, da hat nichts gestimmt, da hat vorne nichts gestimmt, da hat hinten nichts gestimmt. Also du kannst ja jeden Spieler nehmen. Kostic war nicht auf dem Platz, Kamada hat nichts gemacht, selbst Trapp hat daneben gegriffen. Die Abwehr war ein Hühnerhaufen. Also es war genau dieser Totalausfall, den du dir in dieser Situation eigentlich nicht erlauben kannst und den ich eigentlich dachte, den die Eintracht nicht mehr drin hat. Also man hat ja irgendwie so ein bisschen in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, die gehen auf den Platz und egal was außenrum passiert, ob es schneit, ob die Sonne scheint, ob Hütter sagt, ich bleibe oder ob er rumeiert, das ist denen egal. Die haben mittlerweile eine Qualität erreicht und da fallen die nicht mehr drunter. Und bei dem Spiel sind die halt komplett in diese Kategorie aus dem Herbst gefallen. Ja, jetzt wird sich zeigen, war das jetzt wirklich diese einmalige 0-4-Ausrutscher oder steckt da mehr dahinter? Aber du sprichst es ja an. Also ich meine, du hast jetzt sehr kollektivistisch schon was betrachtet, ein Rundumschlag. Aber wenn wir nochmal angucken, was en Detail so falsch lief, dann müssen wir ja sagen, du hast gesagt, alle Mannschaftsteile. Aber ganz krass war schon die Defensive. Wenn ich gesehen habe, dass beispielsweise Tuta, der gar nicht viel mehr Fehlpässe als sonst gemacht hat, aber die entscheidenden Fehlpässe, auch die Tatsache, dass Ndicka überhaupt nicht so auf dem Platz war. Wir haben gesehen, dass Ilsanker eines seiner schlechteren Spiele gemacht hat. Und dann siehst du natürlich, und das macht sich komplett in dieser Mannschaft dann auch bemerkbar, niemand kam an sein Leistungsniveau, absolut niemand, dass sogar Kevin Trapp bei diesem 0-2 extrem schlecht aussieht. Und dann ist es natürlich so, dass nach der eigentlich akzeptablen ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit gefühlt gar nichts mehr ging, Phil. Ja, ich hatte aber schon nach 5 Minuten das Gefühl, dass du dieser Mannschaft schnell angemerkt hast, dass da irgendwas nicht so passt. Und wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dieser schmale Grat zwischen diese Nummer wird gerüchtet und der Tatsache, den Fakten, die dann geschafft werden, was macht das mit der Birne? Und mal ganz ehrlich, wir kennen das doch alle. Also jeder, der mal irgendwie gekickt hat, nein, weiß doch, dass der Kopf immer eine Rolle spielt. Ja, sogar in der Kreisliga so. Wenn 3 Tage vorher die Olle mit dir Schluss gemacht hat, dann trittst du auch 3-mal über die Pille dann am Sonntagmittag. Das ist einfach so. Und natürlich macht das auch was mit denen. Und wie du schon gesagt hast, ein Ilsanker mit seiner Erfahrung steht daneben, sich ein Trapp greift daneben. Also da wundert es einen ja da nicht, dass ein Dika und Tuta da auch mit untergehen. Auf weil gar keinen Fall. Selbst die mental Stabilen, die erfahren, das dann irgendwie runterzieht. Es ist halt wirklich. Und da kann mir auch keiner hinterher, und das fand ich ein bisschen schwierig, dass sich selbst ein Trapp hinterher hinstellt und sofort sagt irgendwie, ich weiß, was Sie fragen wollen, aber es hat nichts mit dem Kopf zu tun. Ja, aber das müssen die ja sagen. Das habe ich mir auch gedacht. Also sind wir schon bei Nein, dem das, müssen sie nicht sagen, Marc. Das müssen sie nicht sagen, Marc. Du kannst doch sagen, natürlich hat das einen Effekt auf uns, weil er hat es 2 Sätze später, hat Trapp genau das gesagt. Er hat nämlich gesagt, keinem von uns ging es heute wirklich gut. Oder Rode war es, ich weiß nicht, einer von beiden hat es auf jeden Fall 2 Sätze später noch gesagt oder im Interview später. Kannst du sagen, das hat uns schon jetzt beschäftigt. Heute waren wir mal daneben. Scheiß drauf, 90 Minuten zum Vergessen. Am Dienstag machen wir es besser. Das kannst du doch so sagen. Da sind wir doch wieder beim Thema Authentizität und Ehrlichkeit. Was ist denn das Problem damit? Ja, das werden sie intern schon sagen, ob das ist nach dem Spiel. Ja, dann können sie auch nach außen sagen. Das ist auch ein besseres Gefühl dann. Ich kann verstehen, dass sie es nicht machen, sondern intern werden die schon so ansprechen, hoffentlich. Das darf man hoffen. Basti. Ja, ich würde am liebsten gar nicht über dieses Spiel reden, weil ich bin jetzt in diesem Zielkonflikt selber. Ich habe dieselben Gedanken wie ihr und das ist ja offensichtlich. Aber ich weiß nicht, ob ich dazu beitragen will, dass diese Diskussion noch größer wird. Aber wahrscheinlich kann man es nicht verhindern, weil das ist schon unglaublich auffällig, dass dieser Leistungsabfall so deutlich ist. Das war nicht so. Am Anfang habe ich gedacht, in der ersten Halbzeit habe ich noch gedacht, ja, die Eintracht hat jetzt dieses Spielglück, was sie teilweise gegen Union, Wolfsburg und Dortmund hat, nicht mehr. So, weil Marvin hat es vorhin angesprochen, Jovic, dieser Kopfball und Ilsanker das Ding. Wenn ein bisschen mehr Glück, steht es plötzlich 2-1 für die Eintracht und keiner weiß warum. Was dann aber in der zweiten Halbzeit passiert ist, hat mich erschrocken, weil eigentlich war es immer so, dass wenn Halbzeiten war, gut, die Eintracht hat immer dann die ersten 5 Minuten verschlafen, aber eigentlich war es immer so, dass Hütter die Mannschaft nur justiert hat. Du hast immer gemerkt, okay, auf Sachen, die in der ersten Halbzeit nicht funktioniert haben, hat er auf irgendeine Weise reagiert. Hier ist das Gegenteil passiert und trotzdem waren auch in diesem Spiel Dinge, die du eben nicht mehr mit Pech erklären kannst, sondern diese Mannschaft war plötzlich nach diesen Leistungen völlig verunsichert. Und da, was Phil sagt, im Endeffekt kann man es nicht wegdiskutieren, wenn dieses Spiel so läuft, weil es waren nämlich keine taktischen Fehler oder dass du Pech hattest, sondern es waren verunsicherte Dinge, wo Fehlpässe sind, wo du denkst, was ist los mit dir? So, also, und da glaube ich tatsächlich, dass sich diese Situation, genau wie wir es gesagt haben, auf diese Weise so verselbstständigt hat an dem Tag. Die Frage ist jetzt, was halt jetzt passiert, weil im Endeffekt ist genau das, was Weide gesagt hat, eigentlich jetzt das Mittel der Dinge. Besprech's intern,
nach außen probieren, weiterhin so viel Ruhe reinzubringen wie möglich, und dann musst du gegen Augsburg gewinnen, weil dann erarbeitest du diese Ruhe, die du selber haben willst. Ja, darüber können wir aber nachher noch sprechen. Ich will noch mal ganz kurz beim Spiel bleiben. Denn im Spiel selbst, was du ja auch gerade gesagt hast, diese Unruhe, das scheint schon da gewesen zu sein, weil die Fehler so eklatant waren. Du kannst es nicht begründen, dass jetzt irgendwie die Spieleinstellung falsch war. Die Fehler, die man gesehen hat, die offensichtlichen Fehler, dass die Leute nicht mit dem Kopf im Spiel waren, hast du gesehen? Diese Fehlpässe, das war zu krass. Da stelle ich mir schon die Frage, wie das sein kann. Ich stelle mir auch die Frage, eigentlich nach dem bei dem 0-1 stelle ich mir schon die Frage, wie kann das sein? Meine Damen und Herren, es ist schon ein Blödsinn sondergleichen. Und das Ganze begleitet von einem Geschwätz, wie man es noch bisher nie gehört hat. Dass der Gegenspieler so frei vorm Tor steht, dass das 1-0 passiert. Also das ist ja, da stand ja Ginter vogelweit alleine. Das ist ja absurd. Und nach dem 0-2, da sind so viele Fehlpässe, wo ich echt denke, das ist einfach ein Niveau, was da nicht gesehen war, wo ich mir gedacht habe, okay, wo waren denn die letzten Wochen? Deswegen ist es für mich sehr, sehr offensichtlich, dass da ein bisschen mehr dabei ist. Weil ich finde, ganz kurz, was ich noch ergänzen will zu diesem Spiel, ist auch, wenn wir den Gegner mal betrachten, Gladbach war an dem Tag nicht stark. Die waren bemüht, also du hast gemerkt, dass denen die letzten Wochen auch nachgehangen haben, aber es war nicht so, dass ich denke, okay, gegen diese klettbare Mannschaft, da kannst du einfach nichts machen. Nee, also du hast es auch in Phasen gesehen, die lockerer wegmoderieren können, hast du auch teilweise gemacht, als Gladbach so ein bisschen aus dem Spiel war. Du kannst das Ergebnis nicht nur mit dem Gegner erklären, und da kommen wir, glaube ich, zum entscheidenden Punkt. Das ist auch, glaube ich, das Entscheidende. Also, jetzt habe ich... Das war's. Also Gladbach war ja wirklich jetzt nicht bombenstark, und trotzdem kannst du ja Gladbach verlieren, und trotzdem musst du dir rangucken, wie die Tore gefallen sind. Das waren zwei Standards, das war der Fehler von Trapp oder das Ding. Ich bin zu nah am Fernseher. Mag zu nah. Früher schon in der Grundschule. Und dann das Ding in der Nachspielzeit. Also das sind letztlich alles Sachen, die du, wenn du konzentriert dabei bist, die du alle verteidigen kannst, die dann so nicht passieren. Ich glaube, ich entscheide, ich habe jetzt das, was ihr eben schon angesprochen habt, noch mal in dummen Worten wiedergegeben. Deswegen wie früher in der Schule. Ich stelle mir selber eine Frage und beantworte die. Aber Marc, du hast ja vollkommen recht. Für mich kommt noch eine Sache hinzu. Ich finde auch, dass zu spät gewechselt wurde, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, du hast relativ früh gesehen, dass die Innenverteidigung nicht funktioniert, dass ein Hasebe dann erst reinkommt nach dem 0-2. Fand ich ein bisschen zu schwierig und zu spät, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist noch ein Punkt, den ich euch noch mitgeben wollte. Ja, aber lass uns mal ganz kurz probieren, zumindest auch die Mannschaft ein bisschen in die Pflicht zu nehmen. Weil ganz klar, Phil, hast du gesagt, natürlich macht das sowas mit dir. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass das alles naive Profis sind, die jetzt irgendwie denken, aha, Fußballgeschäft, das ist alles so romantisch und bla. Ich weiß nicht, ob du nicht auch als Spieler in der Lage sein könntest, das auszublenden, weil es mit Sicherheit in dieser Mannschaft Spieler gibt, die denselben Move durchziehen werden. So, die werden jetzt nicht, das ist keine Mannschaft, die aus Frankfurter Buben besteht, die jetzt sagen, oh Gott, da geht einer, ich bleib für immer hier. Nee, also machen wir uns mal nichts vor. Da sind Spieler in der Mannschaft, die haben auch schon auf ähnliche Weise ihre anderen Teams verlassen. Es ist nicht so, dass eine Mannschaft sagen kann, das hat uns jetzt so sehr aus der Bahn geworfen. A, weil die es wahrscheinlich auch schon etwas länger wussten. Und B, weil die selber auch Profis sind. Also jetzt alles auf diese Hütterkauser zu schieben, wäre mir dann auch so einfach. Weil zu sagen, ganz ehrlich, Leute, dann müsst ihr irgendwie einen Spirit entwickeln, wenn ihr geschockt seid, dann setzt euch nochmal zusammen, dann muss der Kapitän sagen, so Leute, der Trainer ist jetzt weg, aber wir haben hier die Chance, was Einmaliges zu schaffen. Wir sind alle nächste Saison auch noch hier, beziehungsweise vielleicht nicht alle, aber zumindest paar von denen, die gehen ja nicht alle weg. Solange lasst uns das erreichen und uns dann freuen, dass wir vor Fans eventuell Champions League spielen können. Also so ein bisschen diesen Impact hätte ich mir ehrlich gesagt schon gewünscht, wenn es denn so ist, dass die so sehr aus der Bahn geworfen wurden von diesem ganzen Kram. Und das Gute ist, dass du jetzt aber, und das ist eigentlich auch noch was, was man unter das Lief gut vorhin hätte machen müssen, dass du jetzt die Chance hast, dass du das nicht eine Woche mit dir rumschleppst, selbst wenn da was ist, sondern dass du schon morgen die Chance hast, das in einem machbaren Spiel wieder genau in die richtige Richtung zu lenken. So ist es. Das ist absolut richtig. Das ist der große Vorteil, den du im Endeffekt hast. Darüber können wir ja gleich auch, sollten wir auch gleich noch sprechen. Es ist im Endeffekt so, das ist eine schwierige Kiste gewesen. Wie du es angesprochen hast, Hashtag ich bleibe, die Fans, die das jetzt betrifft, die bleiben ja eh. Also schreibt mal in die Kommentare unter Hashtag ich bleibe. Ob ihr mein Eintracht bleibt. Genau, ob ihr mein Eintracht bleibt zumindest, ja. Außer es kommt eine super 7,5 Millionen Ablöse. Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal verhandeln. Aber ich würde sagen, wir kommen zum Thema, zu eurem Thema des Tages. Und natürlich müssen wir die Causa Hütter beleuchten. Wir haben es eben schon gesagt, Hütter ist natürlich auch euer Thema, was mit roundabout 1300 Kommentaren heftig rundgegangen ist in der Reaktionsfolge. Ja, Basti, erzähl uns mal ein bisschen, wie deine Gefühlslage gerade ist.
Ja, also meine Gefühlslage war die ganze Zeit schon so. Also wir hatten es ja schon besprochen, bevor es offiziell war, und hatten genau diese Angst, dass das jetzt passieren kann und dass das, selbst wenn es nichts damit zu tun hat, völlig egal ist, weil jeder wird darüber sprechen, dass es so ist. Und ich bin so in dieser, ich habe es vorhin schon Zielkonflikt genannt, ich bin weiterhin einigermaßen fokussiert zu denken, ganz ehrlich, diese Chance ist noch da. 5 Spiele, 4 Punkte Vorsprung, du kannst in die Champions League kommen. Dann will ich alles andere um mich herum ausblenden. Aber selbst ich schaff's nicht. Und wie kann ich das dann von anderen verlangen? So, also es ist ein bisschen wie dieses Meme, wo der Hund, das blenden wir hoffentlich jetzt ein, in diesem brennenden Zimmer sitzt. So, ja. Und denkst, ja, ja, alles in Ordnung, Leute. Was soll ich jetzt machen? Und wir haben eben das Augsburg-Spiel auch schon angesprochen. Das ist vielleicht dankbar, es kann aber gleichzeitig auch undankbar werden, weil wenn das jetzt verkackt wird, dann hast du diese Diskussion, dann kannst du die gar nicht mehr im Zaum halten. Und ich bin mittlerweile, ich bin, wie gesagt, immer noch in dem Modus zu denken, okay, ich hoffe, dass die Mannschaft alles ausblendet, was damit zu tun hat. Und ich probiere es auch noch. Aber ich kann niemandem über den Mund fahren, wie ihr es in den Kommentaren gemacht habt, und sagen, es könnte sein, dass das mit diesen ganzen Unruhen zu tun hat und dass das jetzt halt mal einmal zu viel wurde und sich das jetzt ausgewirkt hat. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir können natürlich auch die Fansituation gerade einigermaßen nachvollziehen. Ich muss echt sagen, nach dem Spiel war ich schon sehr sauer. Ich muss sagen, ich war auf der heimischen Couch einigermaßen erzürnt, weil ich schon gemerkt habe, wenn ich mir die Kommentare von Bonhoff während des Spiels in der Halbzeitpause angeschaut habe, der Eberl-Kommentar, ganz ehrlich, Leute, verarscht mich einfach nicht. Ja, dass ihr jetzt so tut, als wäre das jetzt seit einer Woche jetzt irgendwie eine heiße Sache. Komm, Leute, wirklich ernsthaft, ne? Das Bundesliga-Geschäft. Ihr habt genau das gemacht, was der BVB mit euch gemacht hat. Labert einfach nicht. Ne? Und da, selbst da habe ich dann gesagt, okay, es ist halt genau diese schwierige Situation, weil die Eintracht sich gerade in einer Jahrhundertchance gerade befindet und ehrlich gesagt Dortmund bzw. der Gladbach momentan dafür sorgen, dass es wieder gefährdet wird. Okay, und wenn ich aber dann in mich gehen und sagen, okay, ich versuche das alles rational zu beleuchten, wie dem auch sei. Und dann, lieber Phil, kommt dann noch ein Kommentar von Hütter direkt nach dem Spiel bei den Kollegen von ZDF. Und dann war es ein bisschen schwieriger. Ja, also ich habe den zum Glück erst Sonntagmorgen gesehen, wie, glaube ich, viele auch aus der Community. Sonst hätte ich Samstag, glaube ich, auch nicht so, so einschlafen können, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich schon wieder so ein bisschen meinen Frieden gemacht. Das war so, dass Adi Hütter am Samstag nach dem Spiel beim ZDF noch ein Interview, also diverse Interviews gegeben beim ZDF, aber stand er relativ gut gelaunt vor der Kamera. Und das ist so eine Sequenz von, ich glaube, 17 Sekunden. Da guckt er sich um und sagt, ist auch ein tolles Stadion hier. Also im Sommer ändern sich ja im Prinzip nur die Farben. Und trotzdem ist er natürlich sehr, sehr traurig, dass man hier 0-4 gewonnen, verloren hat. Und das halt in Kombination mit seiner Mimik, mit seiner Gestik, mit seiner offenkundig gar nicht so schlechten Laune, hat mich das ehrlich gesagt ziemlich fassungslos zurückgelassen in meiner Emotion. Und ich glaube, damit war ich bei weitem nicht alleine, denn für mich fühlte sich das an wie eine komplette Verbalschelle ins Gesicht aller Eintracht-Fans, die so emotional aufgewühlt waren nach den letzten Tagen. Diese selbstgerechte Art, das so zu machen, in so einer Situation überhaupt kein Gespür für diese Gesamtsituation zu haben, das hat mich extrem schockiert, muss ich sagen. Und da war ich dann schnell an dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, Alter, du hast wirklich, glaube ich, nichts verstanden. Du hast die Situation überhaupt nicht erkannt, was das für den Verein bedeutet, wie überhaupt die Stimmung im gesamten Umfeld in der Eintracht-Familie ist. Und das ist schon eine krasse Nummer. Also dann sag lieber gar nichts, als dich so hinzustellen. Und klar, das kann alles mal passieren. Vielleicht hat er nicht drüber nachgedacht. Aber in der Situation, mit allen Augen auf dich, in dieser Gesamtkonstellation, darf dir das nicht passieren. Ja, beide. Ja, ich finde auch. Also da fehlt ihm tatsächlich jegliches Fingerspitzengefühl. Und also ich schwanke zwischen Stil und fast schon respektlos. Weil das ist ja auch das Ding, was alle Trainer immer sagen. Wenn sie irgendwo hinwechseln, sagen sie, ja, ihr Fans, wenn ihr irgendwo arbeitet bei Versicherung XY, ihr kriegt ein Angebot von Versicherung Z, das ist besser, dann geht ihr dahin. Jo, also dass er wechselt, und das ist ja auch legitim und nachvollziehbar. Aber trotzdem muss er danach drüber nachdenken. Fußball ist halt nicht Versicherung XY, sondern Fußball, da hängen halt Fans dran, da hängen Emotionen dran, und mit denen musst du irgendwie umgehen, weil auch Adi Hütter profitiert davon, dass viele Fans ins Stadion gehen, viele Fans vom Fernseher sitzen und viel Geld bezahlen. Und trotzdem, also die Eintracht, da hängt ja mehr dran, und der muss doch verstehen, dass die Eintracht gerade diese Jahrhundertchance hat, die Champions League einzuziehen, und dass viele Fans mit ihrem ganzen Herz da dran hängen, ihr ganzes Leben lang, und dann kannst du dich doch nicht als Trainer hinstellen und halt wirklich original sagen, für ihn, es ändern sich nur die Farben. Für ihn ändert sich vielleicht nur die Farben, aber für alle Fans, die dran stehen, ändert sich halt sehr, sehr, sehr viel mehr. Und das kann er nicht machen. Also es geht einfach nicht. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich das nicht gesehen habe, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier wäre. Ja. Gott sei Dank ist es noch frisch für mich. Da kann ich das quasi, sage ich, dazu kann ich noch nichts sagen. Da werde ich die folgenden Tage abwarten. Weil, also Leute, das geht ja überhaupt nicht. Jetzt rede ich mich doch wieder auf. Aber ja, ja, also
ich glaube, ich sage weiterhin nichts. Also ich meine, was ich halt wirklich entscheidend finde, ne, wie wir alle immer feststellen, dass wir mal 0-4 Niederlagen mit Siegen, das haben wir ja auch schon mal falsch gesagt, das kann passieren, ja. Aber wo ich halt wirklich sage, dass er total unnötig auf die Stadionthematik eingeht, das ist ein komplett unnötiger Satz. Warum sagt er sowas? Es ist eh gerade keiner im Stadion. Das ist leer. Warum erwähnst du das? Also das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht. Und da muss ich auch echt sagen, da fehlt jegliches Feingefühl. Und mir hat's jetzt, ehrlich, mir reicht's auch jetzt. Ich habe auch keine Lust mehr, die ganze Zeit alle Leute immer zu verteidigen. Die bekommen arschvoll Geld dafür, dass die in Kommunikation ein bisschen besser sind. Und das sind sie nicht. Ihr seid es nicht. Ihr bekommt eine arschvoll Geld, 7,5 Millionen Ablöse für einen Trainer. Das ist geil. Damit kann die Eintracht einiges machen. Aber liebe Leute, was hast du für einen Medienmanager? Was hast du für einen, der dir sagt, Alter, mach mal halblang, konzentrier dich wirklich nur auf die Niederlage und tu wenigstens wie ein gestoßener Dackel. Tu wenigstens so. Aber was dann bei rumkommt, ist ein Schlag ins Gesicht für alle Fans. Und ganz ehrlich, ich bin der Letzte, der jetzt sagt, oh, wir müssen jetzt den Trainer entlassen, weil ich genau diese Überhand, die moralische Überhand, nämlich nicht anderen überlassen will. Die Eintracht soll das wegmoderieren. Die müssen jetzt einen Weg finden, wie die das wegbekommen. Und es gibt Wege und Mittel, dass wir sagen, von mir aus, der kann ruhig an der Seitenlinie bleiben, weil ich das ungeil finden würde, wenn wir jetzt eine Kurzschlussreaktion, wir können gleich darüber sprechen, machen würden. Für mich wäre das uncool. Es gibt andere Wege, wie du die Mannschaft wieder bei sich zusammenziehen kannst. Vielleicht müssen wir jetzt mehr mit den Fans wieder machen, auch in diesen schwierigen Corona-Zeiten. Weil für die Fans, die bleiben. Ich sag's nochmal, Hashtag ich bleibe. Die waren schon in der zweiten Liga da. Die sind schon durch Täler nach Oldenburg geschritten. Das waren genau diejenigen, die nicht weggehen. Und wenn die jetzt zum allerersten Mal, seit wir alle denken können, weil ich weiß nicht, wer 1950 geboren ist, wer das hier gerade guckt, zum allerersten Mal einmal in die Champions League einziehen kann. Einmal. Und dann gibt's Leute, die ihr persönliches Interesse darüber stellen, über das Interesse des Vereins, in Corona-Zeiten, in der Zeit, in der es extrem schwierig wird. Wisst ihr, liebe Leute, wie viel Geld die Eintracht dafür bekommen könnte und alles infrastrukturell einigermaßen beisammenhalten könnte, trotz dieser Corona-Zeit. Das sind alles Faktoren und die muss man mitdenken. Und wenn man die aus dieser verantwortlichen Sicht nicht mitdenkt und dann so gehässig darüber diskutiert, dann tut's mir wirklich leid. Und das ist kein Weg, den die Eintracht beschreiten sollte, weil da gibt's Fans. Tut mir leid, wenn ihr jetzt wieder in die Kommentare schreibt, die 500 Leute, die ins Stadion gehen, ist mir scheißegal. Ja, aber bei der Eintracht, da sind nur 50.000. Das muss man anders mitdenken. Danke, Marvin. Ich muss sagen, vielen Dank, Marvin. Ich habe Gänsehaut gehabt. Ich bin froh, dass Alarmstufe Mendlers übernommen hat. Ich habe es nicht mehr drin. Es ist eine undankbare Aufgabe, dass Sie jetzt noch die jetzt noch was sagen müssen. Aber ich will trotzdem noch zwei Dinge dazu sagen. Ja. Erstens, dem Medienberater von Adi Hütter ist kein Vorwurf zu machen. Das weiß ich. Das bist du. Lass mich in Ruhe, Marvin. Nein, also es ist tatsächlich so, dass Adi da relativ freischwebend inzwischen unterwegs ist, was das angeht. Und in mancher Hinsicht, jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich sage, also für Ratschläge von außen vielleicht nicht unbedingt immer zur Verfügung steht. So. Und das Zweite ist, glaube ich, eine ganz einfache Erkenntnis. Ich glaube auch nicht, dass es was bringen würde, jetzt Hals über Kopf zu sagen, das macht keinen Sinn mehr mit dem Trainer, sondern die Eintracht muss dieses Ding ziehen, trotz Adi Hütter. Genau. Das ist, glaube ich, jetzt die entscheidende Message für die nächsten Wochen. Ich würde fast schon so weit gehen, ich bin jetzt auch weiter von den Fans sagen, Hütter muss gehen, weil du hast eben schon gesagt, Marv, also Hütter und Bobic haben ja ihre eigene Interesse und ihren eigenen Erfolg über den Erfolg der Eintracht gestellt in der Saison, weil sie gesagt haben, wir wollen jetzt gehen, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, bla bla bla. Und ich finde aber auch, dass die beiden jetzt, Bobic nicht, der ist nicht mehr da, aber dass Hütter jetzt einfach nochmal was zeigen muss, also der muss die Mannschaft wieder auf Vordermann bringen, klar muss das auch aus der Mannschaft rauskommen, ja. Also Trapp muss jetzt irgendwie vorne rangehen, Rode muss sagen, hey, Alter, wir haben jetzt eine Chance, wir können die fucking Champions League, aber auch Hütter muss es irgendwie schaffen, den Karren, gut, der ist jetzt nicht im Dreck. Das ist jetzt ein bisschen viel zu sagen. Nein, auf keinen Fall. Er muss es schaffen, nach dieser 0-4-Lage die Mannschaft wieder aufzubauen und so hinzustellen, dass sie gegen Augsburg, Freunde, spielen gegen Augsburg. Er muss es hinkriegen, dass sie da wieder gewinnen. Also Hütter, der hat jetzt eine Verantwortung diesem Verein und irgendwie auch diesen Fans und dieser Mannschaft gegenüber. Also den jetzt wegzuschicken, dann wird er sagen, ja komm, dann gehe ich. Dann kann ich am Ende noch sagen, die haben mich weggeschickt, ohne mich hätten sie es geschafft. Also Hütter muss bis zum Ende bleiben und Hütter muss jetzt was zeigen, dass sie das schaffen müssen, die Champions League. Wenn er es dann schafft am Ende, dann sagen wir alle adieu, adieu. Mach's gut, hau ab und du hast es geschafft. Wenn er es nicht schafft, du sprichst es an. Es ist ja auch seine eigene Vita. Liebe Leute, schreibt ihr mal kurz in die Kommentare, wie eure Sicht der Dinge dazu ist. Denn es ist ja auch seine eigene Vita. Er will ja wahrscheinlich auch die Champions League trotzdem noch erreichen, ja, hoffe ich, weil das steht ja dann auch bei ihm dann da drin. Es ist natürlich so eine Sache, wie kriegt er die Mannschaft dann noch motiviert, Basti? Und was geht dir sonst noch im Kopf vor? Weil du auch gerade haderst. Ich merke, du die Wallungen hin und her und so weiter und so fort. Du weißt, ob du die richtigen Worte hast. Der Vulkan brodelt.
Es ist tatsächlich so, aber ich lasse es noch nicht raus, weil ich frage mich, wenn ich all das, was ich jetzt gerade fühle, sagen würde, habe ich nichts mehr drin, sollte die Eintracht gegen Augsburg verlieren. Also spare ich mir das auf. Ich kann, wenn das passiert, was ich mir vorstelle, kann ich es immer noch machen. Jetzt probiere ich noch, so naiv wie möglich zu sagen, das war jetzt ein Spiel, wenn die Eintracht gegen Augsburg gewinnt, bestehen gute Chancen, dass du das noch irgendwie schaffst. Auf jeden Fall. Sollte es nicht der Fall sein, dann werde ich auf anderen Kanälen Alarmstufe Red machen, weil dann werde ich sonst für immer und alle Zeiten von allen möglichen gesperrt. Wenn ich wirklich, wenn die Eintracht die Champions League noch verkackt und er führt so ein Interview nochmal und steht dann, weiß ich nicht, in Mainz, wir spielen zu Hause gegen Mainz, ja. Und der gibt dann irgendwie ein Interview und erzählt mir irgendwas grinsend in die Kamera, während er da die Champions League verzockt hat. Dann wird's für alle problematisch. Aktuell ein Spiel, Weider hat's gesagt, der Typ erzählt uns doch immer da, was für ein Profi er ist. Richtig. So, ja. Das professionelles Geschäft, das ist bla, macht nicht so rum, bla bla bla. Dann zeig's mir jetzt. Das ist so dieses Ding. Mein Motto aktuell ist, zeig's mir. Wenn du so ein Profi bist, zieh's jetzt durch. Die Ausgangssituation hast du dir selber erschaffen. Ziellinie ist nochmal eine andere Sache. Also ich kann auch 400 Meter Läufe, wenn du die ganze Zeit rennst, kannst du nicht nach 300 Metern schon so laufen, was geht ab, alle, und dann plötzlich rennen alle vorbei. Dann bist du eben kein Profi. So, dann zieh's jetzt durch. Wenn du das schaffst, hat Weide das Szenario gesagt, wenn du das nicht schaffst, werde ich Pastenachin aufzeichnen. Aber da trifft es sich ja ganz gut, dass dieses vorentscheidende Spiel morgen gegen Augsburg, dass ihr das mit uns live gemeinsam erleben könnt. Davor habe ich große Angst. Ein YouTube-Live mit Basti Red. Ja, wir sind sehr gespannt, unter anderem, wie das morgen Abend wird. Ich bin im Stadion, ich bin leider nicht dabei, aber wäre ich nicht im Stadion, würde ich euch, lieben Menschen, zugucken dabei, wie ihr das live verfolgt, weil das würde mich interessieren. Auf jeden Fall, interessiert mich auch. Wie gesagt, wir gehen spätestens um 20.15 Uhr sind wir live. Wir haben exklusive Berichterstattung, wie wir am Fernseher sitzen und uns dieses Spiel angucken und uns ihr dabei zuschaut und wir uns aufregen, hoffentlich nur positiv. Wir müssen trotzdem festhalten, bei aller Negativität, die wir natürlich aus der Emotionalität geboren, aus diesem ärgerlichen 0-4, denn, sagen wir mal ganz ehrlich. Das muss auch mal erlaubt sein, ganz kurz. Natürlich. Dieses, du sagst genau richtig, diese Ärger aus der Emotionalität raus. Wenn einem das Fußball, wenn man das Fußballfans nicht mehr erlauben will, ja, dann passiert nämlich genau das, was Weide sagt, dann kommen nämlich eben nicht mehr so viele Millionen in dieses Geschäft. Wenn du das nicht mehr willst, weiß ich nicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass von Fans zu viel verlangt wird, was das betrifft, dass kein Verständnis dafür ist, dass man auch mal irgendwie während dem Spiel oder bei solchen Entscheidungen irgendwie überemotional wird und nicht immer rational ist. Also dieser Gedanke, einen Fan auf der Tribüne zu haben, der sagt, ja, da muss ich auch die Gegenseite verstehen. Ja, da muss ich auch das verstehen. Nee, Leute, sorry. Nee, aber das ist ja genau der Punkt. Und das muss man auch Fans irgendwie zugestehen. Ja, ich finde trotzdem, persönliche Beleidigungen müssen da trotzdem nicht sein, was ich auch gesehen habe unter den Twitter-Accounts und so weiter und so fort. Ja, es geht ja auch nicht, also auch das macht ja alles gar keinen Sinn, aber dass Leute auch sauer sind, wenn die Situation genauso ist, wie wir es befürchtet haben. Denn wir haben alle gesagt, das Beschissenste, was jetzt passieren kann, ist eine krasse Niederlage, die irgendwie gefährlich ist, gegen Borussia Mönchengladbach. Genau das ist passiert. Und es ist halt genau, es spricht genau dem gegenüber, was du gesagt hast. Ja, sie sind ja alles Profis. Das ist richtig. Aber Hütte hat es nicht geschafft, so Profi er sein mag, seine Mannschaft so zu moderieren, dass sie einen Punkt in Gladbach holt und dass diese ganze Diskussion im Keim erstickt wäre. Hätten wir einen Punkt geholt, würden wir darüber heute nicht mehr sprechen. Es sieht leider anders aus. Das ist die nächste Chance, ist gegen Augsburg. Ihr habt es vollkommen richtig gesagt. Die Eintracht hat in dieser Saison, glaube ich, noch nie zu Hause verloren. Es ist ein Heimspiel. Augsburg ist ein schlagbarer Gegner, die momentan gar nicht so gut in Fassung sind. Gegen Bielefeld nur einen Punkt geholt, immerhin kein Gegentor kassiert. Es ist eine Mittelklasse-Mannschaft. Wir können das schaffen. Und wir sind auch immer noch on verge in Richtung Champions League. Das kann passieren. Wir haben leider nur noch 4 Punkte Vorsprung auf die Dortmunder, die jetzt Gas geben. Ja, ja, aber wenn die Eintracht das Ding zieht, morgen gegen Augsburg, und ganz ehrlich, du musst dieses Ding irgendwie ziehen, scheißegal wie, auch wenn es ein schmutziger Sieg ist, aber du musst auf jeden Fall diese völlig überbewertete Truppe, die jetzt auch noch 2 Gelbsperren hat, Khedira, Caligiuri fallen aus, das spricht echt viel dafür, dass die ohnehin noch schlagbarer sind. Du musst halt Lücken finden, weil die werden sehr, sehr tief stehen. Aber wenn du das schaffst, dann hast du ja über Nacht wieder diese 7 Punkte auf Dortmund. Und Dortmund gegen am Mittwoch gegen Union Berlin ganz unangenehm. Dann haben die nämlich sofort wieder den Druck. Das kannst du sofort zurückgeben nach Dortmund wieder. Und das will ich dann gerne sehen am Mittwochabend, was da in Dortmund passiert, wenn die Eintracht in Augsburg steht. Und ehrlich gesagt habe ich auch noch diese Hoffnung. Bei aller Wut und bei aller Angst, die man präventiv pessimistisch sich einredet, die ganze Zeit schon, die hätten wir auch so gehabt, Marvin, wenn diese Hütter-Causa nicht wäre. Wir beide, also es gibt keinen Tag, an dem Marvin und sich nicht bei WhatsApp schreiben, oh, 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 und wenn das und bla. Und natürlich haben wir Angst, dass dieses große Ziel nicht erreicht wird. Und das kommt mit Hütter jetzt noch dazu, aber trotzdem, bisschen Positivität hier
aus dieser Sendung mit rausnehmen, ist auf jeden Fall, ganz ehrlich, wie Phil hat es gesagt, so, Union Berlin hat auch noch nicht gegen Dortmund verloren. Du kannst gegen Augsburg gewinnen und dann hast du genau wieder diese Situation. Und dann werden es auch immer weniger Spiele, wo Dortmund diesen Vorsprung aufholen kann. Plus, ja, es kann auch sein, dass du Wolfsburg noch überholst, die ein auch sehr interessantes Restprogramm haben. Richtig. Am Ende beschäftigen wir uns die ganze Zeit mit Dortmund und haben gar nicht gerafft, dass Wolfsburg diejenigen sind, die dann da rausfallen. Kann ja auch sein, dass die Eintracht am Ende mit Dortmund gemeinsam in der Champions League spielt. Ist auch möglich, ja, weil die haben, wir müssen ja mal die Bundesliga generell betreuen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen längere Sendung hier, aber natürlich ist es bei Wolfsburg ja genauso. Was ist jetzt mit Glasner? Die haben jetzt auch plötzlich Unruhe. Da passiert jetzt auch ein bisschen was. Die haben jetzt das zweite Spiel hintereinander verloren. Das ist ja eigentlich eine bernstarke Mannschaft. Aber das kann natürlich auch passieren. Und wenn die Eintracht jetzt, und das ist der große Vorteil, ihr habt es am Anfang angesprochen, wenn wir jetzt gegen Augsburg gleich wieder eine Reaktion zeigen, so nach 0-4 krasses Ding richtig aufs Maul bekommen, ähnlich wie gegen Werder Bremen, wo wir uns auch tierisch drüber aufgeregt haben. Aber danach, was danach bei der Eintracht passiert, war geil. Und dann im Endeffekt, wenn wir sagen, wir haben 4 Saisonniederlagen gehabt, dann wird keiner mehr über Gladbach sprechen. Also die Chance ist da. Adi Hütter, immer noch Verantwortlicher der Mannschaft, muss es nutzen und muss sehen, dass er seine Mannschaft richtig einstellt. Wenn die dann 3-0 gegen Augsburg gewinnen, bin ich cool. Ja, und vor allen Dingen, wenn ihr nochmal auf den Samstag guckt, nebenbei lasst uns mal ein Like da für unser wieder mal sensationelles Video hier. Am Samstag hast du schon am Samstag, wenn es optimal läuft, die Chance, das Ding klar zu ziehen, weil dann spielt Wolfsburg gegen Dortmund und die Eintracht spielt in Leverkusen. Also du kannst das Ding in der Woche, kannst du das schon safe machen, wenn du jetzt 2-mal da rausgehst und genau wieder diese Reaktion zeigst, wie damals nach dem Bremen-Spiel, dann hast du sogar die Chance, dass wir nächste Woche hier sitzen und völlig entspannt schon geile Zukunftspläne schmieden. Ja, wenn wir auch immer sagen, was ja auch stimmt, zu sagen, dass bei allen Personalentscheidungen der Verein Eintracht Frankfurt immer noch größer ist und das, was Marvin gesagt hat, dass die Fans bleiben, dann kann man auch einfach verlangen, dass trotz dieser, wie Filz gesagt hat, trotz Adi Hütte einfach jetzt eine Positivität im Umfeld entsteht, zu denken, ganz ehrlich, wir schaffen das jetzt. Ich meine, das ist, glaube ich, eine sehr luxuriöse Aufwärtskampagne, die man starten könnte, zu sagen, damals ging es darum, die Klasse zu halten. Jetzt geht es darum, einfach die letzten 5 Spiele in Spirit zu entfachen, zu sagen, ganz ehrlich, diese Chance ist da. Bei allen Widrigkeiten, die es jetzt gibt, dass der weg ist und der weg ist, lass uns das durchziehen und uns zeigen, dass das, was wir immer sagen, so auch so ist. Und dass dieser Verein ein Spirit entwickeln kann, der nicht mal durch solche merkwürdigen Interviews wie von Adi Hütter gestört werden kann. Und das muss das Ziel sein. Ich weiß, dass es schwierig ist, weil ich schaffe selber nicht zu 100%, aber das ist zumindest mein Ziel für mich persönlich, mich in diesen Modus zu bringen. Ganz ehrlich, Eintracht kann in die Champions League kommen. Was soll ich mich jetzt damit aufhalten, mich über Adi Hütter aufzuregen? Im besten Fall kann er dafür sorgen, dass es morgen gar kein Thema mehr ist, beide, oder? So ist es. Das ist schon wieder das wichtigste Spiel des Jahres, vielleicht sogar die wichtigste Woche des Jahres. Das ist live dabei. Ansonsten sehen wir immer unsere Reaktionen. Ja, super. Mehr gibt's nicht zu sagen, ihr habt alles schön zusammengefasst. Ach, ich würde sagen, wir machen noch mal eine Runde Tipps. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was euer Tipp ist. Ihr werdet es ja dann live in der Reaktion dann sehen. Weide, was ist dein Tipp? Ich glaube, es wird ein bisschen mehr Drama, als wir glauben. Augsburg geht in Führung, ganz Frankfurt zittert und am Ende geht es aber 2-1 aus. Okay, du willst uns in einem Wechselbad der Gefühle erleben, auch im Livestream. Ich weiß nicht, ob wir das so gut aushalten. Phil. Ja, so ein dreckiges 2-0, 2-1, irgendwie sowas. Es wird nicht schön, aber es wird wichtig und gut. Super. Basti? Ich habe auch ein sehr schwer erarbeitetes 2-0 im Kopf irgendwie. Ja, ich habe auch wieder ein dreckiges 1-0. Ich warte die ganze Zeit darauf. Einfach nur ein Elfmeter, der keiner war. Vielleicht ein Handelfmeter. Liebe Grüße nach Gladbach. Ja. Das war auch sehr gut. Fangen darf man jetzt. Das ist ein neuer Weg. Man darf Bälle fangen. Das ist auch Ilse will als dritter Torwart mit Adi nach Gladbach. Das war Ilse mehr Bälle gehalten als Trapp. Also auf jeden Fall Aufwind. Liebe Leute, wir sehen uns Dienstag. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr nicht genug davon habt und wenn ihr mal ein bisschen was Positives haben wollt, wir haben eine Folge gemacht für unseren 30.000. Abonnenten. Ein bisschen Candy-Storm-mäßige Sachen in dieser Zeit sind ganz cool, glaube ich. Klickt euch hier mal rein. 30.000 Abonnenten, mittlerweile sind es ja sogar schon viel mehr. Freut euch auf das 40.000er-Video. Kommt, wenn die Eintracht in der Champions League ist.